Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank, einen 12-24 Volt Kühlschrank von Indel B. Haben wir im Sortiment, das verlinke ich euch unten. Ein Drauer, ein TB30 AM Drauer mit Auszug. Also ich habe hier so einen Auszug, da kann ich rein und raus fahren. Die 1,5 Liter Flaschen, die kriege ich liegend hier rein. Hier habe ich die Bedienung, Temperatur, digitale Anzeige. Und sonst ist das relativ ein flaches Gerät. Wir haben eine Breite so von 44, eine Tiefe von 56 plus noch ein bisschen Schlauch 60 cm. Das sehen wir hier. Wir haben hier den Leitungsabgang. Wenn ich das messe, kann ich den so ganz eng biegen bis 60 cm. Und ich habe eine Höhe inklusive den Füßen von 26. Aber diese Gummifüße hier mit einer Tiefe von 1,8 mm, 1,8 cm, die könnte ich noch wegschrauben. Das heißt, reine Gehäuse hat eine Höhe von 25 cm. Ja, ihr seht, ich habe hier kein Kühlaggregat dran. Ich habe hier aber die Leitung. Das wurde verlängert. Und hier geht es zum Kühlaggregat. Das ist nur die elektrische Leitung. Die Kälteleitung ist hier 3 Meter lang. Und ich habe hier auf dieser Seite Kupplungen. Das System ist jetzt bereits vorgefüllt, das ist also Kältemittel drin. Und hier habe ich die Schrauben schon vorgelöst. Hier sitzt das Kühlaggregat. Normalerweise sitzt das Kühlaggregat hier an der Rückwand. Und so habe ich das 1,5 Meter weg. Ich kann also hier diese Kabel, das sind 2 Stecker, ausstecken. Und dann kann ich das Aggregat irgendwo 3 Meter von dem Kühlschrank wegmontieren. Standard ist es hinten dran, man kann es ein bisschen auf die Seite machen oder unten dran. Wir haben Standard etwa mehr als 1,5 Meter Leitung zur Verfügung, ohne diese Option mit Kupplungen und längerer Leitung. Das gibt es bei uns als Option. Ja, der Kompressor ist ein Standardkompressor BD1,4F. Das ist dieser Kompressor hier. Hier als aufgeschnitten, so sieht er innen drin aus. Das ist, ich sag mal, der schwächste Kompressor von Secop. Für das Volumen absolut ausreichend. Hier können wir so bis 60 Liter Volumen, können wir damit vernünftig runterkühlen. Ab 60 Liter wird der Kompressor zu schwach. Wir liefern hier 30 Liter Volumen. Da das Gerät aus dem LKW-Sektor kommt, haben wir einen OEM-Anschluss. Wir haben relativ dünne Kabel. Hier empfiehlt sich, das Kabel hier abzuschneiden und mit einem langen Kabel bis auf die Batterie zu verbinden. Die Länge in Meter. Von hier bis zur Batterie, also beispielsweise 3 Meter oder 4 Meter, dann sollten wir 3 oder 4 Quadrat verwenden. 3 Quadrat gibt es nicht, also von hier bis zur Batterie bei 3 Meter Länge 4 Quadrat Kabel. Mehr gibt es zu diesem Kühlschrank eigentlich nicht zu sagen, ist eine absolute Sonderanfertigung. Bei uns Standard, weil wir machen sehr viele solche Anpassungen und somit geht das in eine Sitzbank rein und das Aggregat hier wird dann irgendwo extern in der Wachskiste von einem Boot montiert. Hier verlinke ich euch ein anderes Video über die Standardbox und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.